Christoph, apropos Drohnen, die Washington Post, die schreibt nun, dass Moskau seinem Ziel der Massenproduktion von eigenen Drohnen nun auch immer näher kommt. Wie sieht's da aus inzwischen? Also das haben die Kollegen der Washington Post, die Amerikaner rausgekriegt, dass wohl in der russischen Teilrepublik Tartarstan eine Drohnenfabrik wohl auch schon entstanden ist. Und zwar werden dann da wohl die iranischen Shahed 136 von den Russen selbst hergestellt. Und da gibt es wohl auch sehr ambitionierte Ziele der russischen Militärs, nämlich 6000 Stück bis September 2025. Die USA haben das Ganze analysiert und halten dieses Drohnenziel für realistisch. Es gibt da einige Einschränkungen, nämlich dass die Drohnen der Iraner sehr viele Bauteile aus dem Westen beinhalten, so zum Beispiel auch beim Hightech-Chip-Bereich aus den USA sehr viel, die dann über Umwege in den Iran kommen und auch über Umwege nach Russland kommen. Das Ganze heißt dann Umgehung der Sanktionspolitik in beiden Fällen über komplizierte Lieferketten. Aber das funktioniert, das haben wir ja auch hier immer wieder bei Welt thematisiert in den letzten Tagen. So, also diese Chip- oder Hightech-Frage, die könnte für die Russen heikel werden, weil da ist die Rede von bis zu 90% des Innenlebens kommt aus dem Westen dieser Drohnen. Das ist eine Sache, die die Washington Post auch schreibt. Verifizieren kann ich das natürlich nicht. Dann das zweite Problem soll sein, auch die Manpower, das heißt das Personal, qualifiziertes Personal, um so viele Drohnen herzustellen. Da müssen die Russen wohl auch noch aufholen, sagen die USA. Und dann auch das Problem mit den Motoren, denn die Iraner sind in der Vergangenheit illegalerweise an einen deutschen Flugmotor rangekommen, Leichtflugzeuge, und dieser deutsche Motor, der ist auch der Antriebsmotor wohl der Shahed 136, und die USA sagen, dass die Russen da wohl Probleme haben könnten, einen solchen Motor herzustellen. Da habe ich so meine Zweifel, weil Russland das durchaus kann. Das heißt, die Fähigkeiten hat, Motoren herzustellen. Man muss sich nur angucken, über welche Kampfjets oder auch andere Flugzeuge Russland verfügt. Also das halte ich für ein geringeres Problem, aber vielleicht wissen das die US-Spezialisten besser. Und ja, also wir haben hier eine Massenproduktion, die bevorsteht. Man muss sich vorstellen, welche Konsequenzen das haben kann, wenn man einen Drohnenschwarm auf die Ukraine schickt mit 300, 400 Drohnen. Da sind wohl alle Flugabwehrsysteme hilflos. Allein durch die Masse, die geschickt wird. 12, 13, 14, 20 Drohnen kann man abfangen, aber 300, das dürfte problematisch werden.